Vorgestellt, Graveyard Keeper, die dritte Vorschau. Ja, wir sind wieder aufgewacht und ja, können jetzt wieder gucken, dass wir hier weiterkommen. Und ja, laufen wir mal wieder zu unserer Leichenhalle, weil da waren wir ja zum Schluss müde geworden sozusagen. Ne? Wo waren die Leichenhalle? Da links, oder? Oder war es hoch und dann links? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Wir hätten dann notfalls die Karte wieder. Vielleicht macht das Sinn, oder? Da war. Doch, das war. Nee. Ja. Gehen wir lieber Karte gucken, ne? Wir sind jetzt wo? Zu Hause, Leichen, alles runter, alles klar. Aber warum ist das die Wolken hier und die gehen nicht weg, ne? Das ist ja auch komisch, ne? Also wir müssen runter. Ja. Können wir nicht rüberspringen, ne? Nee, aber eine 2 gab's fürs Kaputthauen, oder was? Also, da ist der Schornstein vom Keller. Ach so, wir mussten ja hier unten rein. Mhm. So, da sind wir hier und können das jetzt weitermachen. FW arbeiten. Haben wir das auch schon geschafft. Dann Arbeitszimmer nicht beendet, fertig am Vorbereitungsplatz. Ja, geht, ne? Oh, jetzt bin ich weggelaufen. Eine Taste daneben erwischt. Fleisch entfernt. Jetzt kriegen wir auch grüne Punkte, okay. Weiter geht's. Haut. Wieder einen grünen Punkt. Und das letzte ist dann der Schädel. Schädel entfernen, ja. Und dann haben wir hier noch Ärztefusch. Okay, kann ich nichts machen. Ja, dann kann ich jetzt die Leiche nehmen, oder was? Ja, mehr geht ja nicht. Und jetzt schmeiße ich die in den Fluss, oder wie war das? Achso, der Rest liegt hier alles, ne? Vielleicht sagt er mir noch was. Den Wein habe ich nicht. Na, da können wir auch gehen. Musste ich den nicht in den Fluss schmeißen? Ich glaube ja, ne? Das Fleisch und so haben wir ab. Jetzt ist nur die Frage, wo ist der Fluss? So, nochmal Karte gucken. War das hier? Ich weiß es nicht mehr. Wir gehen mal hier runter und ich glaube, es war gleich hier irgendwo, ne? Oder? Vertue ich mich da? Oder nee, der Fluss ist da hinten, da war ja die Brücke kaputt, ne? Dann müssen wir mal schauen, oder? Nicht jetzt, mein Sohn. Oh, wir haben einen, der uns die Arbeit abnimmt, oder wie sehe ich das? Nicht jetzt, mein Sohn. Naja. Gucken wir, dass wir die Leiche da ins Wasser kriegen, oder? Reparieren geht nicht, ne? Holzplanke und Nägel brauchen wir dazu, okay. Und... Ach so, nee, warte mal, da muss ich mich, okay. Jetzt ist es doof, ne? Jetzt kriege ich den da nicht weg wahrscheinlich, ne? Aber Glück gehabt, ne? Leiche werfen. Und weg ist sie. Was glaubst du, was du da eigentlich machst? Ein Geist hat mich gebeten, diese Leiche loszuwerden. Du machst einfach, was fremde Geister dir erzählen. Der kann dir doch gar nicht anhaben. Haha, mit welchem Körper denn? Ich allerdings kann dich zu Tode beißen, während du schläfst. Natürlich willst du sowas nie tun, weil wir doch Freunde sind, aber du verstehst, was ich damit sagen will, oder? Nun ja, also wenn du mich fragst, ist der beste Weg, eine Leiche loszuwerden, sie zu verbrennen. Weißt du, wohin dieser Fluss fließt? Wie kann ich eine Leiche verbrennen? Ach so, das ist ein Auswahlmenü.
Der Fluss, der fließt in Richtung der Stadt, glaube ich. Wie kann ich eine Leiche verbrennen? Weißt du was? Du bist einer dieser Typen, die viel klüger aussehen, als sie eigentlich sind. Danke. Genau das meine ich. Okay. Du brauchst Holz und Feuer. Es ist nicht ganz so einfach, das ganze Ding bis zur Asche runterzubrennen. Kann ich sie verbrennen? Du brauchst einen ruhigen Ort, so wie den, an dem ich meditiere. Geh vom Friedhofseingang aus über die Straße bei den Klippen. Bei der Klippe. So, Friedhofseingang ist ja hier über die Straße. Aha, das ist also hier wahrscheinlich gemeint, ne? Aber ich krieg jetzt wahrscheinlich definitiv hier nichts mehr mit der Leiche. Das funktioniert also beim nächsten Mal erst, ne? Die ist ja jetzt weg. Ich glaube nicht, dass ich noch hinter der Leiche hinterherkomme, oder? Ah, da geht's ja sowieso nicht hin. Ah, jetzt haben wir uns hier eingekerkert. Ne, die ist auf jeden Fall weg. Da brauchen wir uns nicht mehr drum kümmern, ne? Jetzt wird's neblig. Gut, dann gehen wir mal den Rest holen. Da sind ja noch Sachen, die wir hier. Autopsie ist leer, wollte ich gerade sagen, das kann ja nicht gehen, ne? Kriege ich denn jetzt hier was getragen? Gar nicht. Kriege ich das nicht aufgehoben? Ne, nicht wirklich, ne? Wohl nicht. Ja. Wo ist der Leuchtturm? Ja, okay, das hat sich erledigt. Den Wein kriegen wir jetzt auch noch nicht. Also gehen. Für später, genau. Kriegen wir hier irgendwo was? Ich glaube nicht, ne? Was ist eh bauen? Haben wir nichts? Können wir nichts bauen? Okay. Ist hier noch was? Nein. Kamin, Ofen, da kann man ha. Könnte man was machen, ja. Und hier aufräumen geht auch noch nicht. Okay, hier unten mal wieder durch. Gehen wir raus. Hier, was hatten wir hier? Müssen wir fertigstellen. Eisenstücke brauchen wir da. Fehlt noch 3 Stück, okay. Ja. Da können wir nichts Halde machen. Hier kommen wir nicht durch. Den Händler musste man noch fragen, ne? Wegen dem Land hier. Grundstück beanspruchen. Leeres Beet. Ach so, die Blaupause funktioniert schon. Sehr interessant. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Das ist die Frage F. E, Pflanzen. Haben wir nicht. Gut. Dann machen wir auf jeden Fall das. Haben wir schon mal 3 Beete gemacht hier erstmal, ne? Was kann man da noch was machen? Nee. Ja, vielleicht kommt der Händler irgendwann dann auch auf uns zu, wenn wir da schon was schon fabriziert haben, ne? Gehen wir erstmal weiter. Keine Ahnung, da ist eine rote Blume. Vielleicht ist das eine rote Blume. Rote Blume. Wir brauchen noch eine zweite rote Blume. Dann ging doch was, oder? Da oben wäre eine gewesen. Leider kommen wir da nicht hin. Da ist noch eine rote Blume. Jetzt frage mich bloß nicht, wo die rote Blume war, die ich noch machen musste. Aber die war am Friedhof, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, die war am Friedhof. Hier war es nicht. Ich glaube, das war in einem Kircheneck, oder? War das nicht hier? Ja. Ach, das können wir hier ein Blumenbeet hinbauen. Wow. Dann bauen wir da Torf und 2 Blumen. Dann geht das. Okay.
Friedhof müssen wir auf Vordermann bringen, oder wie war das? Und das bringt 2 plus. Das ist doch schon mal was, oder? So, das bedeutet, warte mal, wir gehen da nochmal hin. Wir brauchen Steine. Da haben wir schon mal welche. Die kriegen wir auch relativ zügig. Wir brauchen also Torf und rote Blumen, damit wir den Friedhof da aufhübschen können. Der muss ja positiv werden, ne? So, rote Blumen gibt's am Wegesrand und den Torf kriegt man da hinten irgendwo, aber wo, weiß ich auch nicht mehr so genau. Dann laufen wir da erstmal hin. Gucken, dass wir die roten Blumen bringen. Da ist auch eine gelbe. Hier ist, glaube ich, eine rote Blume. Da ist eine rote Blume. Laufen wir weiter. Da unten ist auch einer, oder? Brauche eine Technologie. Okay, das ist keine rote Blume. Das ist was anderes. Gut. Wir gehen hier erstmal weiter. Da oben ist eine weiße Blume. Irgendwo oben war es, aber ich weiß nicht mehr wo. Mit dem Torf, ne? Ich sehe eine rote Blume und die hole ich erstmal da weg. Da hinten ist auch noch eine, dann nehmen wir die auch noch mit. Gut, den haben wir auch erwischt. Wo geht der Weg hin? Gute Frage, ne? Wer ist das? Ist das der Händler? Hi, ich bin Cory. Ich bin der Friedhofswärter. Schön, dich zu treffen. Mhm. Der Holzkram musst du meinen Bruder Tress besuchen. Okay, da sind definitiv die Brüder. Eh reden. Kann er noch was? Handeln. Steine. Achso, das ist Rang 1 hier sozusagen. Holz und Steine, alles klar. Keine Ahnung, wofür es gut ist, ne? Hier geht auf jeden Fall nichts. Da ist eine rote Blume. Ich hoffe, das ist die rote Blume. Sieht gut aus. Da ist auch noch eine. So, die haben wir auch. Steine gibt es da unten. Hier kommen wir irgendwie nicht vorbei. Hier geht nix. Da geht auch nix. Da ist eine rote Blume, da auch. Und da ist noch eine. Doch, ist richtig. So. Wo bei der Torf ist jetzt die Frage, ne? Der geht rein. Wo habe ich den Torf weggehabt? Tja, ich weiß nicht mehr, wo der Torf war. Okay, das ist Holz, was wir mitnehmen können, oder was? Ah, Metallschrott gab es ja dreimal. Kann sein, dass wir jetzt Metallschrott 4-mal haben? Das braucht man nämlich 4-mal. Nee, ich glaube, Eisenstücke braucht man nicht, Metallschrott, naja. Doof gelaufen. Aber hier waren wir ja vorhin schon, ne, oder? Gab es hier unten, da gibt es auf jeden Fall eine rote Blume. Also die weiße genommen. Okay, das war was anderes, was er da. Ach, Bären hat er gepflückt, okay. Rote Blume. Ist ja auch noch Bären? Wenn, dann nehme ich die. Super. Da passiert nichts. Na
Ja, komm, dann machen wir den mal gerade weg, dann kommen wir da auch durch, oder? Würde ich hoffen. Okay, wir haben auch einige Punkte jetzt gemacht. Hier ist ein Köhler, oder was? Fertigen. Was können wir denn hier fertigen? Achso, warte mal, wenn wir da draufklicken, kann man eine Ressource wählen, okay. Okay, da gibt's nichts jetzt. Da müssen wir das bei dem anderen, wo wir waren, auch nochmal machen, ne? Ja, gut, okay. Kann man hier lang gehen? Ja. Was das bringt? Ah, auf jeden Fall gibt's hier rote Blumen. Und das ist da sind Pilze, oder? Kann man die auch aufsammeln? Ist das Inventar voll oder was? Ja. Das ist doof. Balken. Einfache Eisenstücke. Wären haben wir genug. Steinreparaturwerkzeug, Holzstückchen. Was tun wir weg, ist die Frage. Ich glaube, die Pilze wären besser. Ja, weiß ich jetzt nicht. Was machen wir da? Ach, warte mal, irgendwo hatten wir noch eine Blume, ne? Eine weiße. Ist die gar nicht mit? Nee, nur die rote. Die weiße ist dann wohl auch liegen geblieben. Fett, Fleisch. Fleisch können wir aber doch verkaufen, ne? Oder wie war das? Aber das musste ja gestempelt werden, geht also auch nicht. Ja, gehen wir weiter. Hier geht's auch nicht weiter. Aber hier geht's auf jeden Fall zu gelben, roten Blumen. Nicht genug Power. Das heißt, wir müssen wieder schlafen gehen. Kaufmann. Der ist betrunken. Tut mir leid, aber ich kaufe dir kein Hexzeug nicht ab. Es ist denn mehr Mehrwert. Also, er ist betrunken, ne? Ich bin nur hier. Alle denken, ich wäre hier der Friedhofswärter. Aber ich komme aus einer anderen Welt und ich muss dorthin zurückkehren. Das verstehe ich nur zu gut. Das ist auch nicht meine Welt hier. Oh Gott sei Dank. Meine Welt ist viel prächtiger. Die Paläste der Stadt. Aber ich bin leider nicht adelig, da muss ich mir meine Münzen hier in der Zwiebelkartoffelhöhle verdienen. Erschrecke ihn, um seine Schluck aufzuheilen. Rede mit ihm über den Garten. Horadrik hat mir erlaubt, den Garten bei der Kirche zu verwenden. Ich muss mit der über die Einzelheiten dieser Abmachung sprechen. Oh, den hatte ich ganz vergessen, ist mir eh nur ein Klotz am Bein, war damals halt billig. Aber das war vor vielen Jahren und mit den ganzen Inflationen im guten Boden ist jetzt ein hochwertiges Grundstück. Mal sehen, wie ist mit 10 Taler? Das ist zu viel. Oh, das ist mir zu viel. Okay, wer ist mit 5? 5? Ich weiß gar nicht. Habe ich 5? Ich habe keine. Ah, verstehe, du bist ein armer Kerl, der sich mit dem Anbau von Getreide ein wenig Geld verdienen möchte. Genau. Wir können uns über deine Pacht unterhalten, aber zeig mir erstmal, ob du was taugst. Mach mir ein Geschäft, du lieferst einen Haufen Kartoffeln, Karotten, Kohl und Rüben. Und dann bist du ein ernstzunehmender Handelspartner für mich und wir treffen eine längerfristige Abmachung, von der wir beide profitieren können. In Ordnung? Abgemacht. Neue Aufgabe. Schrecke ihm seinen Schluck aufzuhalten. Okay. Was anderes, aber. Mein Freund, ich liebe gutes Essen, aber seit kurzem habe ich Magenprobleme. Nach einer guten Malz bekomme ich einen Schluck auf. Was mache ich denn? Ein Freund mir hat mir erzählt, dass Schluck auf Gras helfen kann. Ich glaube, das gibt es im Sumpf. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir etwas von bringen könntest. Okay, neue Aufgabe. Das Zeug sieht so aus. Handeln.
Wir haben nichts, was der will. Das ist schon doof, oder? Was hat er denn hier? Traubenkerne, königlicher Fisch. Traum, okay. Ja, gut, dann haben wir das auch nicht. Hängen der Schluck auf Gras, ja, das ist das nächste, was wir brauchen. Und das ist im Sumpf. Aber ich glaube, im Sumpf kommen wir ja auch wieder nicht hin, oder? Da ist eine rote Blume. Ach so, wir können nicht, weil wir kein Power haben. Sprachen wir drüber, ne? Gut, das heißt, wir müssen eine Runde schlafen gehen. Das ist dann wieder spannend. Ja, kann man so sagen, ne? Aber so wirklich spannend ist das nicht. Jetzt müssen wir eigentlich Saatgut haben, ne? Hier sind doch so viele Leute, ne? Was machen die alle hier? Nix. Kann ich hier was mitnehmen? F. Ach so, ja. Okay, F hat sich erledigt. Dann müssen wir da was klauen, oder wie sehe ich das? Dass wir, ne? Weiterkommen, was ist denn das? Nix, liegt nur ein Lappen über den Zaun. Gut, dann gehen wir mal zurück, würde ich sagen, und schauen, dass wir, ne, eine Runde schlafen wieder. Dann wieder Power haben. Und wenn wir dann wieder Power haben, dann können wir wieder arbeiten, ne? So sieht's aus in dem Spiel. Ja, wir kriegen eine Aufgabe nach der anderen, aber irgendwie haben wir ein Problem damit, die zu lösen, ne? Das wird etwas schwieriger. Ja, okay. Ich denke mal, wir machen uns auf den Weg und ich werde dann pennen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn nichts dazwischen kommt, ne? Wie gesagt, falls was Neues kommt, mache ich das. Sonst machen wir hier weiter, oder? Würde ich mal so sagen. Alles klar. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Ja, falls ihr noch kein Abo habt, dann macht eins und wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und das Letzte ist dann noch, macht mal die Glocke an, damit ihr eine Info kriegt, wenn hier was läuft, ne? Alles klar, bis dann. Ciao.